Hallo. Rookie, tut mir leid. Ich dachte, dich hätte es erwischt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Okay. Nee, ist alles sicher. Oh Herr Gott. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck! Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden Einzelnen. Bin ich auch für. Verdammte Psychopathen! Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Okay. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest von... Okay. Scheiße. Ich glaube, die haben uns gefunden, ne? Ja, woher wusstet ihr das denn jetzt? Arschgeigen! Ihr werdet mich niemals kriegen, ich werde mich verteidigen! Bis aufs Blut! Bleibt mir bloß vom Leib! Bleibt mir bloß vom... Wirklich, ich schwör. Was? Marshall? Das ist nicht gut, wenn du da draußen bist. Mensch, Junge, bleib doch im Haus. Da warst du doch viel sicherer. Jawoll, hat's explodiert. Warte mal, der lebt noch. So. Naja, wow. Ich dachte, jemand wäre hier drin. Ich versuch's ja. Wir kommen über die Brücke. Okay, ich halte dir vom Leib, mach du irgendwas mit dem Auto. Alles klar. Nehmen. Wow, raus hier. Muss zugeben, ich habe die Stelle schon mal gespielt. Bis hierhin. Und dann weiß ich auch nicht mehr weiter, ey. Alter, deshalb wusste ich, dass da der Schlüssel ist. Pisst euch. So, ja. Gut, ich fahre einfach mal weiter. Ja. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Nee. Diese verdammte Nancy. Oh nein! Wir haben die Straßen blockiert. Fest. Alter, ihr Schweine! Ihr kriegt mich niemals! Von den Marshall! Ich will mich wieder hineinlehnen. Ich weiß, wie hinter uns. Pisst euch! Komm da nicht rum! Da kommst du da rum! Ja, dann gehen wir halt von der Straße. Oh, oh Gott, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Bleib auf der Straße, bitte. Komm schon. Ja, ich halte die mal von uns ab, so ein bisschen. Wow, oh Gott, pass bitte auf, wo du langfährst. Schienen. Dynamit? Ja, geil. Alter. Hier, nimm das. Und dies. Oh, ich dachte, ich hätte jetzt ins Auto geworfen. Das wäre suboptimal gewesen, möchte ich behaupten. Hier, nimm das. Wow, wo fährst du eigentlich lang, Kumpel? Das ist nicht der offizielle Weg. Ah, wieder rein. Alter. Wo? Oh. Oh, ich glaube, wir müssen... Medizin nehmen! Alter, scheiße. Dankeschön, ich habe mir Mühe gegeben. Hi, Freunde. So, was macht ihr denn da vorne? Wollt ihr mich abschießen? Never ever. Ja, da ist noch einer. Oh, ein Auto. Oh, geil, es explodiert. Hey, na, Freunde? Ich hab keine Deckung. Wow. Alter, was ist hier los? Bin ich auch für... Genau mein Plan gewesen. Nicht... Hey, Kühe. Geil. Jetzt ein Burger! Schließlich bin ich in Amerika. Oder waren gerade Kühe? Wow, ganz vorsichtig. Alter, ich sehe nichts.
Alter, wie schnell die aus sind mit ihren Straßen. Wow, okay, du fährst hier lang. Wusste ich nicht. Wie viele Straßentypen die auch haben auf einmal. Wie viele Bewaffnete. Flugzeug? Ach. Du. Scheiße. Alles, was ich euch sagte, ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur ein Licht. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Scheiße. Raus aus der Uniform. Die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Danke. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Ich werde mein Bestes versuchen. So. Ein Hoffnungsschimmer. Wechsle die Kleidung. Und, ich habe nichts mehr, oder? Meine Waffe ist weg. Ich hab gar nichts mehr. Super. Alles, was ich gesammelt hatte, ist weg. Was? Ranger Bill for the Thousand Roads. Okay, geil. Ja, genau. Bis vorhin hatte ich das Spiel ein bisschen mal angespielt, um alles zu testen. Aber ab hier habe ich keine Ahnung mehr, was hier auf uns wartet. So. Mich erinnert diese Kiste und auch die andere Kiste, wo ich die Munition gefunden hatte, so ein bisschen an diese Kisten, die man in Resident Evil finden konnte. Aber hey, anderes Spiel, anderer Publisher. Die amerikanische Flagge. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn hier gelandet? Das scheint irgendwie so eine Art, auch so ein bisschen so eine Art Soldat gewesen zu sein. Er wirkt auf jeden Fall mich wie ein Veteran. The world is a
Diagonal? Was? I am the balancing point. Achso, okay. Die Welt ist irgendwie diagonal und ich bin der Punkt, auf dem sie balanciert. Das ist ja toll. So, ich glaube, wir wechseln mal unsere Kleidung, weil wir sind ja Polizist. Und als Polizist können wir nicht verbleiben, weil sonst würde man uns direkt erkennen. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Okay. Alles klar. Also ich habe mich übrigens, man konnte am Anfang auswählen zwischen Mann und Frau. Ich habe mich tatsächlich ganz klassisch für den Mann entschieden und habe gedacht, dann spiele ich das Geschlecht, was ich bin. Mit dem kann ich mich am besten identifizieren. Apropos identifizieren, mit wem kann ich mich jetzt am besten identifizieren? Auf dem Bild sieht er besser aus, als er im Spiel ist. Ich glaube, ich nehme den hier. So, bestätigen. Hautfarbe. Wir wollen ja nicht so auffallen, wir sind in Montana, eigentlich ist es ganz schön da. Ich glaube, so ein bisschen, so eine leichte Dreckbräune ist gar nicht so verkehrt. So, und Frisuren. Oh Gott. Ich will wenigstens ein paar Haare haben. Was ist der Unterschied zwischen der und der Frisur? Außer die Haarfarbe? Ach, die Haarfarbe ist auch noch mit dabei. Okay, das hat, ja, okay. Ja, nee. Okay, das sind immer nur die Haarfarben. Nee, das sieht ein bisschen deppert aus. Das ist schon, das ist ganz cool. Ja, das sieht nice aus. Aber dann vielleicht ein bisschen bräunlicher. Nein. Nein, sorry, aber... würde ich einen Indianer spielen, würde ich das tatsächlich so machen. Dann würde aber die Haare sind geil, wenn ich die Figur drehe. Hui, cool. Ich würde das tatsächlich machen, würde ich einen Indianer spielen, würde ich die Frisur nehmen, aber so spiele ich jetzt kein Trevor hier spielen irgendwie. Nein. wie der Indianer da aus wie heißt die hieß die Serie früher Renegade? Genau, der hatte sowas. Welche Frisur hatte ich, die oder die? Die nicht. Die. Wir hatten die Frisur. Ich nehme das hier. Bestätigen. Bitte bestätigen den Ausweis. Endgültig und kann später nicht mehr geändert werden. Da ich das Spiel in First Person spiele und man auch keine andere Möglichkeit hat, ist es mir eigentlich scheißegal, wie ich aussehe. Im Grunde. Auch wenn ich vielleicht irgendwie... Gibt es irgendwelche Cutscenes, wo ich mich mal sehen werde? Oder außerhalb des Spiegels? Also es geht doch nur ums Körpergefühl jetzt. Wie ich wirke auf andere Menschen. Dass ich weiß, dass ich nicht komplett scheiße aussehe. So, Oberkörper. Oh geil, ich kann mir das beste Hemd aussuchen ever. Ärmelloses Old Glory Shirt. Nee, das ist mir zu patriotisch. Das ist mir leider zu patriotisch. Das ist mir. Ich würde schon ein geiles Hemd haben, ne? Wenn ich schon in Montana bin, dann will ich ja genauso aussehen wie. Als würde ich hierher gehören. Nehmen wir mal das hier: Malvenfarbenes kariertes Hemd. Ausrüsten. Das kann ich bestimmt umkleiden. Ich kann mich später bestimmt umziehen. So, die geilste Hose ever ist natürlich die klassische Jeans. Die passt auch gut zu meinem Ausrüstung. Entschuldigung, das ist eine dünne Kakohose. Kopfbedeckung. Eigentlich will ich ohne gehen, aber... Oder? Ich habe so geile Haare. Aber irgendwie ist so ein Cappy tragen auch stylisch. Was ist das? Was steht da drauf? Ich weiß nicht, wir können Cappy. Oder wir gehen ohne Cappy. So, Hände. Aber sonst trägt er die Handschuhe. Wenn er keine Handschuhe trägt, trägt er die Handschuhe. Die Skeleton-Handschuhe. Schwarze Handschuhe. Oder die roten Handschuhe. Ne, dann nehmen wir ganz klassisch die roten Mörderhandschuhe. Da sehe ich wirklich aus, als würde ich gleich jemanden killen wollen. Komm, das nehmen wir. So. Aber ich würde sagen, wir nehmen keine. Oder? Komm, wenn wir Montana sehen, wenn wir schon so ein geiles Hemd haben, warte mal, dann lass mich. Was ist denn? Ich weiß nicht, für was ich Werbung dann mache. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Aber die hat keinen Aufdruck. Ich will schon was Cooles mit Aufdruck. Ne, guck mal, nehmen wir die. So, ausrüsten. Blaue Tracker-Kappe. Ach, steht bei Herrn Ananas. Grüne Tracker-Kappe. Ja. Schön. Nehmen wir die blaue Tracker-Kappe. So. Und auswählen. Bestätigen. Ich bin jetzt übrigens offiziell sexy. Rede mit Dutch. Hat er sich bei mir vorgestellt, dass er Dutch ist? Was ist da? Da scheint irgendwo ein geheimes Dokument zu liegen. Hole ich mir. Ah, hier. Lesen. Brief von Hope Country Chronicle. Das scheint sowas wie die örtliche Zeitung zu sein. 13. Oktober 2014. Nee, das scheint ein Brief zu sein, oder?
Hope County Chronicle klingt aber irgendwie wie eine Zeitung. Lieber Mr. Roosevelt, ich würde Sie gerne zu Ihrem Konflikt mit Regierungsvertretern bezüglich Ihrem Recht auf das Sammeln von Regenwasser interviewen. Doch, eine Zeitung. Soweit ich weiß, hatten Sie sich um eine Genehmigung bemüht, die dann aber von den Behörden zurückgezogen wurde. Das führte dann zu Ihrem mehrtägigen Gefängnisaufenthalt und der nun anstehenden Gerichtsverhandlung. Ich hätte gerne Ihre Bestätigung, dass Sie vor Gericht gesagt haben, Wasser ist ein gottgegebenes Recht. Und die Regierung stiehlt uns unser Land und unsere Ressourcen. Es liegt an uns, unsere Rechte und Freiheiten zu verteidigen. Ich glaube, genauso hat er vor Gericht gesprochen. Mich würde auch interessieren, ob Sie dem Richter wirklich gesagt haben, Sie können Ihren kreidebleichen Arsch darauf verwetten, dass ich Sie missachte. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie bereit wären, unser Gespräch darüber aufzeichnen zu lassen. Jeb Boyd, Hope Country Chronicle. Genau das ist der Journalismus, den ich liebe. Oh, hier ist das von der Mütze. William und Coleman ist anscheinend ein Waffenvertreter. Das klingt zumindest so. Und was gibt es Besseres als Easy to Use They Love It? Ah, was gibt es besser als für die Kinder zu Weihnachten eine schöne, frisch geladene und gut geputzte Kanone zu geben? So, lesen ist wahrscheinlich das Ding, ja, okay. Es wird mir aber nicht mehr angezeigt. Ich sehe es jetzt nur noch, wenn ich es anscheinend wirklich lesen möchte. Das ist cool, weil dann weiß ich, was ich gelesen habe und was nicht. Aber ich werde es auch nie wiederfinden, wenn ich es nicht mehr weiß. Außer der speichert das irgendwo. Wir können auch gleich mal im Hauptmenü gucken, aber ich denke mal, wir gucken mal, bevor das, wenn das Spiel richtig angefangen hat. Because you never really won beer, you just ran it. Lee Slager. Ja, geil. Schön. Oh, ich finde das geil mit so Plakaten. Dragonfly Vans. Rent one now. Okay, ich denke, ich werde mir ganz viele Wagen ausleihen später. Hier ist auch noch ein Dings. Mhm, die Ruskin Brothers. Oh, Whitetail State Park. Brief an Dutch. 27. April 2015. Dad, ich habe deine Nachricht erhalten. Schön, dass sie die Anklage fallen lassen. Wir werden versuchen, dich im Sommer ein paar Wochen zu besuchen. Ricky will dir zeigen, wie er jetzt ohne Stützräder fährt. Aber Anne hat eine ganze Menge im College zu tun. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet und deshalb werden wir dir alle versuchen, dass es klappt. Aber lass bitte dieses Gerede von wegen die Kinder zu Hause unterrichten, okay? Das ist für mich und Anne nicht das Richtige und die Schule in der South Street ist eine der besten. Und beschränke doch bitte die Prepping-Aktivitäten auf ein Minimum. Ich weiß, dass Ricky darauf steht, aber Anne machen sie nur Angst. Wir sprechen uns bald. Robbie. Okay, der scheint so ein bisschen hier drin involviert zu sein, aber nicht allzu heftig, oder? Der macht es ein bisschen, aber seine Kinder sind ja auch nicht mehr hier, ne? Bläh, ich komme hier nicht raus. Okay, erstmal bevor ich jetzt... Warte mal, von wo komme ich? Von hier, ne? Ja. Erstmal gucken wir uns hier oben ein bisschen. Oh, kann ich funken? Bitte! Okay, ich habe das Gefühl, dass nicht alle in diesem Dorf, Tal, was es ist, komplett bekloppt zu sein. Ich denke mal, das ist sogar wahrscheinlich eher so eine Minderheit, oder? Weil, aber da haben uns echt viele aufgehalten. Da scheinen echt viele, also die Hälfte oder vielleicht auch drei Viertel scheint echt nicht mehr ganz dufte hinter den Kiemen zu sein. Erste Hilfe Set. Wir sammeln das automatisch ein, finde ich ja geil. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich einsammle, aber das geht genau richtig für mich. Einfach drüber laufen und dann habe ich's. Also ich kann mal nochmal interagieren, ne? Aber das... Nee. Ja, ich komme dich irgendwann retten, denke ich mal. Verschlossen, Schlüssel benötigt. Ich denke, ich werde auch öfters hier wieder herkommen. Okay. Hier waren wir schon. So,